und willkommen hier zu einer neuen Folge Pro Builders. Mal wieder alleine, aber mit einem besonderen Thema, nämlich mit Yeezys. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, oder auch nicht, was sind denn Yeezys? Ich persönlich habe keine Yeezys. Oh, als allererstes erkläre ich erstmal, was das ist. Yeezys sind nämlich Schuhe. Google einfach. Yeezys sind nämlich Schuhe, die von Kanye West designt wurden und deswegen irgendwie auch mega teuer sind und mega limitiert und was auch immer. Warum die auf jeden Fall so im Hype sind, hat noch nie einer verstanden. Das müsst ihr dann den guten Pixelwolf fragen. Der hat nämlich 8000, aber auf jeden Fall nicht so viel wie ApoRed, lol. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja jetzt irgendwie gerade im Trend, dass irgendwie alle Leute ihre so Videos hochladen, wo sie ihre Schuhe zeigen und sowas. Und da ich nicht der YouTuber bin, der dazugehört, dass er sich Schuhe kauft und die dann in Videos zeigt, habe ich mir gedacht, ich baue einfach mal die Schuhe. Und jetzt baue ich die Yeezy... Keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall sind die auf jeden Fall super limitiert und gibt es irgendwie nur ein paar Mal. Und alle Leute, die die haben, sind super cool. Beziehungsweise denken, sie sind super cool. Ich will damit keinen dissen irgendwie, weil eigentlich sind die Schuhe ja auch nicht hässlich. Und die Schuhe, die ich trage, also ich trage halt immer so ganz normale Nikes, die sehen halt eigentlich haargenau so aus wie Yeezys, nur halt nicht mit irgendwie einem krassen Muster. Und naja, okay, ist auf jeden Fall, mit den Yeezys ist halt so eine Sache, ich verstehe generell nicht, warum die jetzt gerade irgendwie so mega gehypt werden, aber sind ja ganz hübsche Schuhe und ich habe mir gedacht, ich baue einfach mal die Yeezy Boost Minecraft Edition, weil das funny ist und weil ich mir generell mal gedacht habe, was die anderen Leute in dieser Runde sich so unter Yeezys vorstellen. Junge, ich kann einfach überhaupt keine Yeezys bauen, was ist los mit mir? Junge, okay, also das hier sollte auf jeden Fall der Vorderteil des Schuhs sein. Und das hier ist dann irgendwie im Endeffekt, warte mal, das muss ja hier hinten hochgehen, ne? So. Ist nicht so einfach, solche Yeezys zu bauen. Deswegen sind die auch bestimmt so teuer. Weil es bestimmt ganz schwer ist, die auch zu designen. Ha, 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 ha. Ja, also es ist irgendwie so, die kosten halt irgendwie mehrere hundert Euro oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie teuer die sind. Ich bin da auch gar nicht so drin in dieser Yeezy-Ecke. Ich weiß nur, dass die halt irgendwie relativ selten, limitiert, was auch immer sind und dass es da irgendwie ganz viele Fakes gibt und deswegen den Fakes, die halt eben so teuer sind, weil es halt davon so wenige gibt. Ich habe keine Ahnung von Schuhen, warum soll ich überhaupt Ahnung davon haben? Aber ist doch eine schöne Yeezy, oder? Schön, oder? Finde ich jetzt eigentlich selber nicht so schön. Aber auf jeden Fall hier. Ich habe ja in einer Folge schon mal, in der Folge Everyday Saturday Bauthema, habe ich ja auch Yeezys gebaut. Aber nur in super klein und in Mini-Ausführung. Und, naja, weil ich auf jeden Fall das auch nochmal in den Kommentaren gelesen habe, dass irgendeiner meinte, ich soll mal Yeezys bauen. Und ich mir dachte, ja, okay, why not? Machen wir das doch einfach mal. Aber ich finde, das sind ehrlich gesagt sehr, sehr hässliche Schuhe, die ich hier gerade baue. Ich habe aber auch nebenbei ich kann natürlich nicht reden. Ich habe nebenbei auch Google offen und um zu gucken, wie ich ungefähr einen Yeezy bauen soll. Das hier sollen übrigens die Schnürsenkel sein, falls ihr es nicht gecheckt habt. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man sowas bauen soll. Wie soll man denn vernünftig einen Schuh bauen? Das hier hinten soll auf jeden Fall die Lasche sein, irgendwie so. So, dann ist das hier quasi da wo man seinen Fuß reinsteckt. Die Öffnung quasi. So. Ich hoffe so sehr, dass die anderen Yeezys so hässlich sind, dass ich das hier easy gewinne, weil ich habe wirklich langsam so das Gefühl, dass ich das hier niemals gewinnen werde. So. Zack, zack. Es sieht zwar so ein bisschen nach einem Schuh aus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nach einem Yeezy aussieht, oder? I don't know. Ich nehme jetzt nochmal hier eben ein Schild und mach dann hier auch mal an der Seite. Da steht da immer so richtig cool. Steht das so da? Ich glaube schon. Ich glaube, irgendwie sowas steht da auf jeden Fall an der Seite drauf. Ich habe keine Ahnung. Ist ja scheißegal, ob ich davon Ahnung habe oder nicht. Hauptsache, es stimmt irgendwie so halbwegs. Hey Justin, falls du gerade zuguckst, ist das richtig? Sieht das nach einem Yeezy aus?
Ich hoffe doch sehr. Aber ich glaube eher nicht. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was die anderen so gebaut haben. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, dass ich kein Typ bin, der selber Yeezys hat oder besitzt oder whatever. Weil die hier sehen richtig beschissen aus. Naja, okay. Okay, also die Idee war auf jeden Fall schon mal ähnlich. Aber ich glaube, derjenige will damit zeigen, dass Yeezys einfach nur scheiße teuer sind. Aber naja, okay, ich gebe es einfach mal. Ich gebe mal ein Ja. Weil es ist jetzt nicht so schön gewesen, aber ich verstehe auf jeden Fall die Logik dahinter und was das, glaube ich, repräsentieren soll. Okay. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön geworden, muss ich sagen. Mit vor allem diese Löcher darum. Ich glaube, das ist die Yeezy Ugly Edition. Genau. Das ist das. Das ist die Version, die keiner kaufen will. So, und das nächste Bauwerk. Ui. Ich glaube, das sind die Yeezy Pantoffel Motherfuck Edition Schuhe. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Die Laschen sind auf jeden Fall auch sehr schön. Und die Musterung ist auch richtig. Also gehen wir mal ein Gut, würde ich sagen. Weil es ist noch nicht so schön gewesen, aber auf jeden Fall schöner als meine. Ich würde für meins auch nichts Besseres als Gut geben, ehrlich gesagt. Oh, Baby Girl. Das ist aber ein fresher Yeezy. Oh, da muss ich auf jeden Fall, da gebe ich dann doch gleich mal einen Super. Weil ich... Das ist eigentlich genau so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur meins ist richtig hässlich geworden. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich hoffe einfach nur, dass ich es irgendwie noch rumreißen kann. Oh man. Also ist wirklich nicht so schön, finde ich. Man würde da eher ein Boot raussehen. So wisst ihr, das hier ist irgendwie das Lenkrad so. Die Schnürsenkel sind das Lenkrad. Hier ist so der Ort, wo man sich reinsetzt. Ah, ich hoffe so sehr, ich habe das nicht verkackt. Weil eigentlich bin ich damit sogar ganz zufrieden. Aber eigentlich auch irgendwie nicht. Hä, hey, what's happening? Einen Eiern-Schuhmarke. Yeezys. Ah, okay, ich würde sagen, es ist eher so, naja, weil der andere Schuh explodiert. Aber, man erkennt auf jeden Fall, dass es ein Schuh mit einem Bein dran ist. Das muss man auf jeden Fall der Person schon mal lassen. So, jetzt kommt das nächste Bauwerk. Yeezys. Ich glaube, da hat jemand Upreds Schuhregal gebaut. Ich gebe aber jetzt einfach mal einen okay. Obwohl, ich gebe mal einen naja, ehrlich gesagt, weil es sind halt einfach nur ganz normale Schuhe und halt für 5 Minuten ist das dann doch ein bisschen lame. Das kriegt man ja in 30 Sekunden hin. Deswegen kriegt das nur ein naja. Und das hier ist, sorry, ich kann nicht bauen, Rotpilz kann nicht screen. Wer auch immer du bist, also du kannst gerne einen Screen haben. Nur in der Aufnahme ist immer so ein bisschen blöd. Die wollen nämlich alle mal in der Aufnahme Screens haben. Und das ist ja ein bisschen kacke. Naja, aber... Oh, ich weiß gar nicht, ob ich gerade gewotet habe. Aber auf jeden Fall, der Yeezy ist not so schön gewesen. Das sind, glaube ich, die Yeezy Adiletten Edition. Ich gebe mal eine Naja, weil ich finde die dann doch nicht so schön. Aber ich glaube, die Person hat irgendwie versucht, was Detailliertes dahin zu klatschen. Einen detaillierten Schuh hinzubauen. Aber ist ihm dann doch nicht so sehr gelungen. Aber ich glaube, die Idee ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Das ist die Yeezy Grey Boost Minecraft Not So Beautiful Edition. Ich gebe einfach mal ein, naja, weil die sind unterschiedlich groß. Nein, deswegen eigentlich nicht. Aber ich fand sie jetzt nicht so mega schön. Aber ich würde sagen, das war eigentlich sogar ganz okay. Das war doch so klar. Das war doch klar, dass der Yeezy gewinnt. Mein Gott, Leute. Oh Mann, also da fand ich meinen eigentlich okay, aber der war dann doch ein bisschen zu niedrig. Aber zweiter Platz, das ist schon mal okay eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, Hauptsache auf dem zweiten Platz. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich würde sagen, tschüss, haut rein!